Leute, willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, meine Videos werden so langsam ein bisschen rar. Ich weiß. Aber wie ich schon öfter sage, ist nicht so einfach, mich zufriedenzustellen. Ja, also zurzeit habe ich ein paar Bestellungen am Laufen. Ja, die kommen noch irgendwann mal ein. Ich glaube, Samstag kommt was. Morgen müsste noch was kommen, aber es ist jetzt nicht so, ne? Ein paar Vorbestellungen habe ich noch, aber die kommen erst, ich glaube, übernächsten Monat erst. Ja, und deswegen, ja, gibt es auch kein Unboxing oder, ja. Wenn was kommt, ihr werdet es als Erste erfahren. Ja, aber ich konnte ein bisschen was gucken und, es sind 4 Filme geworden. Ich habe hier zwar noch, ja, alles, wenn ihr so einen Stapel seht bei mir, ne, der so im Regal steht, da unten ist noch einer. Ich habe 2 solche Stapel. Ich unterteile die immer. Hier sind so meine normalen Filme, ja, wie zum Beispiel sowas. Und unten sind dann die Horrorfilme. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber manchmal habe ich einfach keinen Bock drauf. Manchmal denke ich mir, hast du genug da oben? Kannst auch von da was gucken. Egal, was du länger nicht mehr geguckt hast oder so. Und genau das habe ich mal wieder gemacht. Ich habe mir mal 4 Filme aus meiner Sammlung rausgesucht, wo ich einfach nur Bock hatte. Ich war jetzt gerade auf diesen komischen Trip. Ja, Trick. Trip, ja. Und Trip kann man das wirklich nennen, ehrlich. Das kann man wirklich Trip nennen. Und zwar, wir fangen an mit einem eher normalen Film. Horrorfilm natürlich, was sonst. Die meisten werden ihn kennen, ja, viele zumindest kennen ihn. Er ist schon ein bisschen älter. Der Film geht 90 Minuten und ist von 2009, ja. Und zwar geht es um Sweet Job. Ja. Ein paar Freunde gehen in eine alte Lagerhalle und wollen eine kleine Party veranstalten. Ja, nichts Spektakuläres eigentlich. Ja, aber da in dieser Halle sind halt ganz komische Leute, komische Wesen, komische, ich schätze mal eher, Dämonen. Tja, und die nehmen dann diese Feiergemeinde mal richtig schön auseinander. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also hier trieft das Blut bis zum geht nicht mehr. Wirklich, Leute. Also die Kills hier in diesem Film sind sagenhaft. Vor allem dieser Kollege hier mit seinem Riesenhammer, was der da mit dem Ding veranstaltet, 1, 2, 3 Mal so, ne? Das ist richtig geil. Das ist so geil. Also ich könnte diesen Film eigentlich immer gucken. Dass ich ihn hier schon so länger nicht mehr gesehen habe, ja, keine Ahnung, warum nicht. Deswegen, Leute, ganz, ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr wirklich die Uncut-Version bekommt. Ja, ganz, ganz wichtig, weil der Film lebt von seinen Kills. Ja, also, wenn ihr den in Cut nimmt, aus Versehen, ja, also nur diese Version ist Uncut. Ich glaube, es gab irgendwann mal, ich weiß nicht, gab es davon ein Mediabook? Ich weiß es gar nicht. Gar nicht gesehen. Ich habe den damals gefunden, gekauft und mich da eigentlich nicht weiter so drum gekümmert. Und ich zeige euch mal auch die Rückseite. Ich glaube, das kann man zeigen. Ja, das ist ja nichts. Ne? Also, das spiegelt ein bisschen. Aber so. Ja, geht schon. Ne? Also ist schon ganz ordentlich, was man da so sieht. Ah ja, es geht.
Ah, das bockt schon irgendwie. Ah, es ist ja eigentlich nichts, was sie da zeigen hier. Ne? Also Leute, Sweet Shop, wirklich ein erstklassiger Splatterfilm. Also für alle Gorehounds, sucht diesen Film. Ich glaube, ich habe ihn hier. Ja. Wo habe ich denn gekauft? Ich glaube, das war Rebuy. Echt? Ja. Ich hatte da die Glocke aktiviert und da hatten die mich. Ja, da habe ich Nachricht bekommen, dass er vorrätig ist. Und da habe ich ihn endlich gekauft. Ne? Für wirklich. Also, der war wirklich günstig. Also, Rebuy halt. Ne? Na gut. Die haben auch teure Sachen. So ist es nicht. Aber der war wirklich günstig. Dafür, dass er so gut ist. So ein guter Film. Und ja, man kriegt ihn ja so auch nirgends. Ne? Also daher. Alleine schon wegen den Kills. Story ist natürlich. Die Darsteller. Ja, da ziehe ich natürlich Punkte ab. Wegen der Story, die ist ein bisschen, ne? Wie gesagt, Schauspieler, gut, die Synchro ist in Ordnung, es geht, könnte besser sein, aber alleine schon wegen den Kills und so würde ich 8 Punkte geben. 8 Punkte für Sweet Shop, ehrlich. Ich mag ihn sehr, ja. So. Und jetzt kommen wir zu den komischen Sachen, was ich meinte. Wir fangen an mit einem Film von der Bildstörung. Von der Reihe. Ist ein etwas älterer Film. Der ist von, Moment, da muss ich selber gucken, 1981. Ja. Und hier spielt noch ein etwas jüngerer Sam Neill mit. Ja, den kennen wir ja alle, Sam Neill, ne? Ja, Event Horizon und so weiter und so fort. Also. Und eine bildhübsche Isabelle, ne? Isabelle, ne? Heißt sie doch. Ja, Isabelle Adjani. Ne? Ist ein deutsch-französischer Film. Ja, worum geht's da? Ja, Sam Neill und seine Frau, glaube ich, ja. Ja, er glaubt, dass er sie betrügt, dass sie ihn betrügt. Ja, und eigentlich ist das so die ganze Geschichte. Ich will auch nicht weiter darauf eingehen, weil sonst müsste ich spoilern, dass, ne? Also die Isabella Diani hier, die spielt wirklich einsame Spitze. Einsame Spitze, diese Frau. Ne? Ja, ich glaube, das ist hier gezeichnet, hier die, ne, die Dinger hier. Das kann man ja ruhig zeigen. Ne? So sieht das aus. Hier hinten, na, da sieht man auch nichts. Aber es artet aus. Es artet aus und Sam Neill ist echt am Ende und will herausfinden, wer jetzt dieser Liebhaber von seiner Frau ist. Er ist ja sicher, dass es einer ist. Ja, ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich sage, es ist auch einer. Also daher. Das Ganze nimmt aber einen sehr heftigen Twist später. Also, das ist echt nicht. Also Leute, der Film, der lässt einen sprachlos zurück. Weil das ist schon ein Psychofilm, ehrlich. Psychothriller vom Feinsten. Hier wird geschrien, hier wird geschlagen, hier wird. Also der Film ist auch sehr brutal und hier die. Oh, die Szene hier in diesem. Ja, so eine unterirdische. So eine Straße, die da so im Untergrund führt, ne? Isabella Diani hier, wie die da. Die tickt da irgendwie aus. Also für die Szene würde sie von mir schon einen Oscar kriegen. Das ist so geil gemacht. So richtig Psycho. Psycho total. Ja.
Ja, der Film geht 119 Minuten, wie gesagt. Und das Einzige, ich meine, die meisten wissen es, Bildstörung, Originalton. Ja, der Film ist nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht mehr, hat er? Ja, genau, Untertitel auf Deutsch. Also, musst du lesen, nicht nur gucken. Ne. Lesen und gucken, ja. Ah, das ist echt genial. Also, mein lieber Scholli, also wenn der Film dann zu Ende ist, dann denkst du echt, ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Okay. Also ist schon geil. Aber er fängt so ein bisschen mehr oder weniger ruhig an. Also man muss sich schon ein bisschen, ja, einfach gedulden. Und gucken. Also der Film, der ist wirklich krass gemacht, richtig geil. Der kriegt von mir, der kriegt von mir auch eine 8. Eine 8 würde ich schon geben. Es ist jetzt nicht so der Burner. Er ist wirklich sehr gut. Keine Frage. Wirklich, also psychomäßig, total. Kriegt aber doch von mir nur eine 8. Könnte auch eine 9 geben. Also sagen wir mal 8,5. Ne? 8,5 würde er von mir kriegen, doch. Doch, auf jeden Fall. Ne? So, und dann, das war ja Bildstörung. Und jetzt kommen wir zu Kinokontrovers. Ja. Tja. Ich zeige euch einfach mal dieses Ding. Ich habe das schön hier in diesem Digibook oder kleines Mediabook. Den Film habe ich schon mal gezeigt. So ist es nicht. So. Playground. Hier haben wir einen polnischen Film. Die reden auch polnisch. Ist klar, wieder. Kinokontrovers, meistens im Originalton. Tja, wie heißt die Kleine nochmal? Gabrysia. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also für alle Polen da draußen, sorry, ja. Gabrysia. Ja. Und Gabrysia ist sie. Ja. Ehrlich, Leute, das ist ein Mädel, kein Junge. Ehrlich. Hammer. Ja, gut, egal. Das Schuljahr ist zu Ende und die kleine Capricia möchte gerne ihren Angebeteten endlich sagen, dass sie ihn liebt. Herrlich. Ich glaube, das ist dann, wer war denn das, der oder der? Schon ein bisschen länger, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, der hier, der mit den dunklen Haaren hier, der ist es. Ja? Sie will ihm sagen, dass sie ihn halt gern hat und so weiter und so fort. Also, der Tag von diesem Mädchen wird einfach so ein bisschen gezeigt am Anfang. Ne? Man denkt sich nichts Böses. Kinder in der Schule, ne? Sie wird gezeigt, ne, ja, wie sie mal darüber nachdenkt, ne, dass sie ihn sagt, dass sie ihn gern hat und und. Ja, dann nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen und gesteht es ihm dann, ne, sagt es ihm, wie er reagiert und so, sage ich jetzt nicht, Mann, ich will ja nicht spoilern und alles, aber nachdem diese Szene passiert ist, wo sie ihre Liebe gesteht, gibt es im Film einen kleinen, ja, ich sag mal, ja, einen kleinen Cut, sage ich mal jetzt, ja. Sie wird gar nicht mehr gezeigt in dem Film. Aber die zwei Jungs hier, was die dann machen,
Und das ist nämlich das Üble an der Geschichte. Ohne zu spoilern, ich kann nur so viel sagen. Die beiden entführen einen kleinen Jungen. Ne? Und ja, die gehen in so einer Shopping Mall, dann sehen sie einen kleinen Jungen, der ist gerade ganz kurz alleine und nehmen ihn dann mit. Und die Kamera zeigt einfach vom Weiten, was dann alles passiert. Bis der Film dann zu Ende ist. Sehr, sehr, sehr harter Tobak, Leute. Also ich fand das schon ziemlich krass. Also man sieht es ja, was da passiert, zwar schon, aber durch eine gewisse Distanz der Kamera erzeugt das einen wirklich, du siehst es ja nicht direkt, du siehst es, aber es ist so weit weg. Das erzeugt dann in deinem Kopf alles andere und das ist so schlimm. Das ist übel, was da passiert. Leute, also ich warne euch vorher schon. Das Ende von diesem Streifen, ja, der wirklich auch gar nicht so lange geht, ne? Warte mal, was habe ich denn hier geschrieben? Playground? 1 Stunde 22 Minuten, kann das sein? Nee. Ja. Ja, doch. Passt. Krass. Der ist so übel, der wirkt nach. Der Film, der wirkt wirklich nach. Der ist so übel. Also, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich den bewerten soll. Weil, filmisch gesehen, nichts Besonderes. Ja, da passiert nichts. Ja, also, ne? Also außer dem Ende halt, ne? Es ist schon sehr krass. Aber weil er so extrem ist, würde ich mal. Ja, also heute nur geile Filme. Also er kriegt von mir auch eine 8. Weil ich habe damals irgendwie gehört, ja, der soll sehr krass sein. Gut, habe ich mir geholt. Habe geguckt, geguckt. Und nachdem er zu Ende war, war ich immer noch nur am Gucken. Da war der Abspann schon vorbei. Und ich war immer noch nur am Gucken und habe überlegt, meine Fresse, was habe ich mir gerade angeguckt? Ich fand es schon so heftig. Vielleicht einer von euch, er sieht den Film und sagt, ne, so krass ist das doch gar nicht. Da gibt Schlimmeres. Ja, das mag ja sein, aber. Mein Empfinden war das schon ein bisschen grenzüberschreitend. Kann man so sagen. Ja. Also, wie gesagt, 8 Punkte, Playground. Den findet ihr bestimmt ich habe ihn damals auch bei eBay gefunden. War sehr günstig, ne? Weil es ist kein filmisches Erlebnis in dem Sinne, ja. Ja, es ist so sehr minimal gehalten. Man könnte fast sagen, es ist ein Kammerspiel. Ja, obwohl es halt auf dem Schulhof in der Klasse, ja, es ist, spielt schon draußen, aber ich würde es eher auch wie ein Kammerspiel ansehen, irgendwie. Ne? Durch seine Art, wie er gemacht ist. Geil. Kann ich nur empfehlen, aber wirklich, Leute. Ich sage dazu nichts mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr gucken. Jo, dann habe ich mir angeguckt nochmal einen Film, ja, der eigentlich, ja, eigentlich ist das, ja, wie soll ich das sagen? Willst du einen Trip haben? Brauchst du keine Drogen. Nein, nichts Drogen. Brauchst du Horsehead. Horsehead.
Wach auf, wenn du kannst. Ja. Wir haben hier die junge Jessica und seit ihrer Kindheit hat sie Albträume. Schon immer. Schon immer. Immer Albträume. Und ja. Und sie träumt eigentlich immer die mehr oder weniger die gleichen Sachen von einem Mann mit einem Pferdekopf. Horsehead. Und ja, eines Tages stirbt die Oma. Ja, die Oma. Ja. Und ja, die fährt halt zur Bestattung, fährt die dahin. Ja, gut, abends geht ins Bett und dann träumt sie natürlich wieder. Und boah, das ist wieder so richtig extrem. Ihr Freund, wie hieß denn der nochmal? Ist ja egal, wie der heißt. Spielt auch keine Rolle. Jochen vielleicht, ja. Ja, der ist halt Mediziner oder so. Und tja, er gibt ihr dann, ja, er will mit ihr so eine Art Heilung machen und benutzt ihn so ein Äther, den er ihr gibt, wo sie dann halt ein bisschen wegtritt und so weiter und fällt dann in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und dann hat sie den Albtraum ihres Lebens. Und nicht nur sie, sondern wir auch. Weil wir sehen ihren Traum. Und der ist, ja, tja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, ein Trip auf LSD würde ich jetzt so sagen. So geil. Geil gemacht. Ja. Ich kann den Film wirklich empfehlen. Es ist wirklich außergewöhnlich. Also ja, leider ist die Hülle hier kaputt, wie ihr sehen könnt hier. Ja, ich habe die leider auch so bekommen. Ob die jetzt auf dem Transportweg so kaputt gegangen ist oder so, ich weiß es nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Die CD ist in Ordnung. Hatte ich auch von bei Rebuy gekauft damals. Also egal, auf jeden Fall, wie gesagt, der Film ist genial. Der geht 86 Minuten und ist von 2015 und ist ein französischer Film. Ja, und also ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Also ich stehe auf so einen Scheiß. Ja, wenn ihr den sehen. Wenn ihr den seht, dann sagt ihr vielleicht, vielleicht. Den gebe ich vielleicht 3 Punkte. Nein, er kriegt von mir 9. Ein Punkt Abzug, weil an manchen Stellen hat er mir so nicht so ganz gefallen. Ne? Ist die Geschichte nicht so gut erklärt. Aber ansonsten, 9. 9 Punkte für die Machart des Films, so wie er ist. Geil. Ja, also wer wirklich außergewöhnliche Filme steht und ja, das hier ist kein Mainstream, ja, Horsehead, ja, das finde ich ja ganz gut eigentlich. Zwar stehe ich zwar auch auf Mainstream, klar, ich habe hier auch die ganzen, was weiß ich alles, ihr kennt ja meine Sammlung. Mittlerweile, ja, aber alles, was fast jeder kennt, ja, Kinofilme und. Aber manchmal suche ich auch ein paar Perlen, die halt nicht jeder kennt oder halt auch nicht so beworben werden. Ja. Ja. Nur weil manche Filme keine Millionen ausgeben, um Werbung zu machen, das lange nicht, dass sie nicht gut sind. Ja. Wisst ihr ja. Ist halt so. Ja. Also wie gesagt, Horsehead, Leute, geil. Geiler Film, hammergeil. Könnt ihr noch mal gucken? Bock auf einen Trip? meine Fresse. Ja, Leute. Ja, das war's mal wieder. Ich hoffe,
Es hat euch ein bisschen was Spaß gemacht. Nein, dann los heute. So viel gearbeitet gestern. Muss ja gleich wieder los. Es ist ja morgens. Ich will haben was. Es ist 11 Uhr morgens. Und ich muss gleich wieder zur Spätschicht. Herrlich. Ich liebe es. Ja, und ja, wie gesagt, ich erwarte noch ein paar Sachen. Mal gucken, wann, wer, wo, wie, was kommt. Und dann mache ich mal wieder was. Ja, zum Ausbacken habe ich nichts. Ne? Wenn nichts kommt, kann man nicht auch backen. Nicht? Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Gute Nacht.